So, dann wollen wir mal gucken, was hier in der Höhle so los ist. Ich befürchte, es wird hier kein Happy End geben bei der Geschichte. So. Listen to the tale. Ach, warte mal, ich... Da war so ein... Nicht, dass der gleich wieder spawnt. It wasn't until later, while recovering on the riverbank near the waters falling from the Tenebros Mountains, that she learned what had happened next. Her father, despite being weakened by magics, stepped several times and left for dead, had tracked her gremlin kidnappers and attacked the cowled beast as it began to feed upon her essence. In the chaos caused by his surprise attack, he narrowly escaped and ran away with his daughter over his shoulder. Also der Vater, der hat es tatsächlich irgendwie geschafft, seine Tochter aus dieser unglaublichen, aussichtslosen Situation noch zu retten in der Höhle da. They hadn't gone very far, when a wrong turn and a slick footing landed them in a mighty underground stream. The rushing waters aggressively jostled them about, banging their pair upon rocks and threatening to drown them, while it carried them out and into the river, into a section of calmer waters. He dragged the two of them to shore exhausted and weak, but thanking the feral spirit of the delivery. Sie sind dann bei der Flucht in einen reißenden Strom gestürzt und auch da wieder quasi in der letzten Sekunde noch in ruhige Gewässer gekommen und konnten sich dann retten. Auch wieder dem Tod nur ganz knapp von der Klinge gesprungen. Search for waters falling from the Tenebrous Mountains. Hm. Könnte hier sein. Oh ja, ist sogar da. Also da wäre ich jetzt dann auch hingelaufen eigentlich. Was heißt hinlaufen? Wir können ja hinfliegen. Das macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher jetzt hier. Es ist so ruhig hier im Wald, ne? Man hört gar nichts. Normalerweise müsste doch hier geräuschtechnisch richtig was los sein. So. Ich weiß doch gar nicht. Also irgendwas stimmt auch mit dem Sound nicht. Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt ein bisschen lauter geworden ist, dass man mich wieder ein bisschen besser hören kann. Ich habe es auch leider zu spät gemerkt, die letzten Folgen. So, einmal ins Wasser springen und schon können wir wieder der Geschichte lauschen. Also hier war dann der besagte Ort. Also wir folgen ja der Geschichte gerade, die erzählt wird, wirklich auf dem Fuße. When she opened her eyes and had recovered enough to ask what had happened, he relayed the story as best he could through raged breath. She has assumed her father was still winded from the whole ordeal, but quickly learned the injuries he had sustained were many and grievous. His matted fur hid the deep cuts that bled so profusely. She bandaged him, and with a plaid leaned him on her as they headed to a nearby mining camp just outside Aquilia Caverns. Unfortunately, they only made it halfway before the poison of the gremlin blades took him from his mortal existence. Also, der Vater ist dann dahingeschieden. Irgendwann hat das Gift gewirkt, was die Grimmlinge offensichtlich auf ihren Klingen hatten. Faced with the reality of her situation, she found a nearby spot to return her father's body
to the natural world. She covered him with stones and marked the spot with covered bowl and the boar tusk carving from her pack. Also, sie hat ihm dann eine ehrenvolle Beisetzung noch ermöglicht. Mit der Schale, mit dieser Opferschale, die sie benutzt hatten am Anfang ihrer Reise und dem Glücksbringer. Search for... Ja, jetzt müssen wir den Ort der Beisetzung suchen. Also da, also ja. Fliegen wir da mal hin. Da leuchtet schon ein Shiny. Aber ich glaube, die haben wir auch alle. Ah, hier ist es. Purex Bortas Carving must be the significant item Dungey hinted at. I should gather it. Return to Dungey at Celebration House in Shaval. Ja. Hoffen wir mal, dass das die Absicht von Dungey war, dass wir ihm durch das Bringen dieses Glücksbringers, dieses Gegenstandes, beweisen, dass wir die Erzählung verstanden haben. Nicht nur hören, sondern auch fühlen und sehen, was erzählt wird. Oh, nicht vor die Wand fliegen. Das wäre jetzt ein bisschen peinlich. Ich glaube nicht, dass es damit schon getan ist. Also so schnell werden wir uns die Gunst der Baden hier nicht sichern können. Back so soon, Alistray. What do you have to show for your experience using the Echo Stone I gave you? Diesen boar tusk. There hasn't been a boar in these parts since. You didn't carve this. This is antique. You found Purik's resting place, didn't you? Isn't that what you expected? I didn't mean any disrespect. I left the cabaret bowl there. I never imagined. Thank you. That is impressive, Alistray. Present the carving to Hymnist Barai at the Jarin assemblage. He should know of this development. Also wir sollen jetzt diesen Gegenstand in das andere Haus da bringen, in das Assemblage. Wahrscheinlich, damit es dort als wertvoller Gegenstand der Jarin-Geschichte archiviert werden kann. Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt erst echt Angst, dass der ausflippt und sagt, wie kannst du nur? Das ist ja Grabschändung.
einfach da hier diesen Gegenstand da von dem Grab nehmen. Auf jeden Fall aus einer Zeit, wo die Waschir noch mit den Grimmlingen im Krieg waren. Jetzt fehlt mir natürlich der Background in der gesamten Lore, um zu wissen, wie das jetzt zeitlich zu setzen ist. Von diesem Ereignis bis jetzt, wie viele Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht sogar vergangen sind. To what do I owe this pleasure? Womit habe ich das Vergnügen? That's a much different reception than I got from Danji Hujara. Oh, he was a tendency to pet us all the wrong way from time to time due to the acerbic tongue of his paid no mind. Also, er ist bekannt dafür offensichtlich, dass er so ein bisschen gerne auf Krawall gebürstet ist. Yeah, he seemed to sing a different tune than I showed him this carving. A boar tusk carving? Friend, you found an item from our past. You found Purik's resting place. Ja, also das muss schon wirklich sehr lange her sein. I did, west of Dreamspinner Falls. He had told me to return with an item of significance. I thought this was what he meant. No, it had been lost to us due to the dramatic change of the landscape. Also dramatic change of a landscape wahrscheinlich, ne, hier die Explosion und die Kristalle und alles, was hier so passiert ist. I am impressed an outsider would show such care for one of our heroes. Thank you for this. I will have the tusk returned to his burial spot now that we know its location. Okay, also die werden ihn hier nicht ausstellen, sondern sie bringen ihn wieder zurück zum Grab, wo er hingehört, deren Meinung nach. They deserve to be recognized. So, super. Wir bekommen das Buch. Da ist es. Tun wir mal zu den Hausgegenständen, die wir schon haben. It is good to have Purik's boar tusk carving and the knowledge of their honored place of peace. I'm glad you appreciate it. Freut mich, dass es euch so viel bedeutet. You will always have the support of a Jarin, Alistair. Das finde ich gut, das wird mir nützlich sein. Und jetzt können wir wieder mit der Kira sprechen. Und vielleicht schon Zugang zum Palast erhalten. How did you fare, Alistair? Do the Dakura and the Jarin approve? They do know, Kira. How did you fare? Ja. Hat alles geklappt. Enter Kiraf Paris Royal Audience. Okay. Very well. I secured you an audience with King Savara and the elders. Enter the throne room in Kiraf Palace. You should now keep the king. You should not keep the king waiting. Okay. Also wir werden schon erwartet. Bin hier mal gespannt, was da auf uns zukommt. Worum geht's denn eigentlich nochmal überhaupt? Wir wollen doch die Waschir davon überzeugen, dass sie uns beim Kampf gegen die Shisar unterstützen, beziehungsweise speziell gegen den Esraisha. Und die Akeva, die ja unter den Shisar dienen. Guck mal kurz auf die Karte. Kommen wir da hoch? Da oder da? Ich gehe mal hier hoch. Jo. Wir sind richtig.
Ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, gerade nochmal die Aussicht hier zu genießen. Vielleicht mal First Person. Ja, jetzt ist mein Familie mir im Weg. Ja. Ist schön hier, ne? Gefällt mir. So. Dann werden wir jetzt mal, ich bin gerade, mal gucken. Ja, werden wir mal der Geschichte hier beiwohnen.